Guten Tag, herzlich willkommen. Was machen wir heute? Zunächst einmal in den ersten circa 10 Minuten werde ich auf den Umstieg eingehen von Citavi zu Zotero, wie Sie also erfolgreich Ihre Citavi-Projekte in Zotero importieren können und möglichst wenig Daten dabei verlieren, beziehungsweise je nachdem, wie Sie Citavi genutzt haben, gar nichts dabei verlieren. Und dann im zweiten Teil wird meine Kollegin auf Zotero eingehen, eine ganz kurze Einführung zum Programm geben. Genau. Zunächst einmal alles, was wir jetzt Ihnen zeigen, also die Methode, wie Sie am besten Ihre Literatur von Citavi nach Zotero migrieren sollten, finden Sie auch auf unserer Webseite, auf der Citavi-Seite. Deshalb wechsle ich jetzt auch direkt in den Browser. Genau. Also hier unter Lernen. Und das hier ist jetzt die TUUB-Webseite. Also das ist nicht die allgemeine TU-Seite, das ist die der Bibliotheken. Und dann unter Lernen und Arbeiten finden Sie hier Literatur und Wissen organisieren. Also da ist die Literaturverwaltung mit drin. Und da finden Sie dann auch die Seite für Citavi. Mit dem Hinweis natürlich, Achtung, Achtung, die Lizenz läuft ab. Da Sie ja hier sind, ist Ihnen das hoffentlich schon bewusst. Und wenn Sie runterscrollen, haben Sie hier die Anleitungen für das Sichern von Citavi-Projekten. Also da finden Sie auch nochmal die Methode und diese Anleitung. Ich verwende die Präsentation. Das ist die Anleitung, die ich jetzt mit Ihnen durchgehen werde, wo wir Schritt für Schritt uns ein Citavi-Projekt aussuchen. Sie können nebenbei mitmachen und aus einem Citavi-Projekt alle Literatur sichern und exportieren werden, damit es dann bereit ist, es in Zotero zu importieren. Genau. Und deshalb, falls ich Ihnen jetzt zu schnell bin, Sie es nicht schaffen, nebenbei mitzumachen, keine Sorge. Sie finden hier die Präsentation online, können Sie sich in Ruhe nach dem Kurs auch nochmal anschauen und dann ausprobieren. Genau, dann fangen wir jetzt auch gleich an. Ich habe auf meinem Rechner offen, hier habe ich ein Beispiel Citavi-Projekt. Das heißt einfach Demo, ein Demo-Projekt, Food Quality. Und dann habe ich natürlich auch schon Zotero auf, obwohl wir das jetzt erstmal nicht benötigen werden. Also wir fangen an in Citavi. Und ich habe als Beispiel mit einem Cloud-Projekt angefangen, nicht wahr? Also je nachdem, wie Sie arbeiten, sind Ihre Projekte eher Cloud- und lokale Projekte. Wenn Ihre Projekte direkt ein lokales Projekt sind, dann können Sie jetzt den Schritt, den ich jetzt mache, überspringen. Aber falls es ein Cloud-Projekt ist, müssen Sie tatsächlich erst einmal, wenn Sie das Cloud-Projekt offen haben, hier auf Datei klicken, auf dieses Projekt. Und dann auf Projektkopie speichern. Genau, also hier, Verzeihung, mein Programm ist gerade auf Englisch. Ich belasse es jetzt dabei. Projektkopie speichern. In der Anleitung ist es alles auf Deutsch. Genau. Dann klicke ich auf Projektkopie speichern. Und in diesem Fall möchte ich ja ein lokales Projekt erstellen, weil bei lokalen Projekten kann man am besten die Daten aus Citavi speichern. Ich gebe einen Namen. Ich sage einfach mal Coffee Lecture Test. Next. Und dann kann ich aussuchen, ob ich das Cloud-Projekt löschen möchte. Nein, ich möchte es in diesem Fall behalten. Next. Und dann wird mir von Citavi aus diesem Cloud-Projekt ein lokales Projekt, also es wird eine lokale Projektkopie gespeichert auf meinem Rechner. Je nach Größe des Projektes kann das ein paar Minuten dauern. Dieses Projekt ist jetzt nicht sonderlich groß, es sollte also eigentlich recht schnell gelingen. Und hier auf meinem zweiten Bildschirm, hier haben wir es, hat sich die lokale Version des Projektes geöffnet. Genau, sagen Sie Bescheid, falls Sie nicht das sehen, was Sie sehen sollten. Aber ich denke, es funktioniert gerade alles. Okay, der nächste Schritt ist wie folgt. Nun möchten wir eine Sicherungskopie erstellen. Also dieses lokale Projekt ist noch nicht in der Form, wie es am besten von einem anderen Literaturverwaltungsprogramm gelesen werden kann. Das heißt, jetzt gehen wir wieder auf Datei, auf dieses Projekt. Und sagen in diesem Fall, wir möchten ein Backup erstellen, eine Sicherungskopie. Klicke ich drauf. Und das geht blitzschnell. Und schon wurde mir eine Sicherungskopie erstellt. Wunderbar. Klicke weiter. Der nächste Schritt. Jetzt muss ich dieses Backup finden auch. Und falls Sie nicht wissen, wo Ihr Speicherort in Citavi ist, kein Problem. Dann gehen Sie einfach in Citavi selbst. Auf Tools, auf Optionen, also Tools ist Extras im Deutschen, Verzeihung. Auf Optionen.
Und dann finden Sie hier unter Speicherorte finden Sie hier den Speicherort, wo Ihre Citavi-Projekte gespeichert sind. Das heißt, ich möchte jetzt hier meinen Dateispeicherort von Citavi öffnen. Da haben wir ihn. Und dann habe ich unter Backup, unter Sicherheitskopie, habe ich meine eben erstellte Sicherheitskopie. Das ist hier der Coffee Lecture Test, den ich gerade erst erstellt habe. Was ich jetzt, wenn ich darauf klicke, hier haben wir die eigentliche Datei. Das ist so eine CTV6 Citavi-Datei speziell. Und was ich jetzt noch machen muss, diese Datei ist immer noch nicht im besten Zustand. Ich muss auch ein Entzippungsprogramm benutzen. Vielleicht haben Sie so eins nicht, dann müssen Sie jetzt erstmal einfach nur zuhören. Genau, in diesem Fall benutze ich das 7-Zip. Das ist ein kostenfreies Programm, was man sich installieren kann, was man online findet. Und dann möchte ich die Dateien entpacken. Genau, hier taucht wieder so ein Fenster auf. Ich sage okay. Und jetzt habe ich hier eine zweite Version meiner Sicherheitskopie. Und das ist die Version, mit der Zotero auch arbeiten kann. Also hier CTV6. Falls Sie noch die Citavi 5-Version haben, nicht wundern, dann steht da natürlich CTV5. Ich habe die neueste Version von Citavi, daher steht hier CTV6. Wunderbar, mit dieser Datei können wir jetzt etwas machen. Aber eine Sache fehlt uns noch. Wir wollen ja nicht nur die Literatur übernehmen. Vielleicht haben Sie ja auch Volltexte, also PDFs oder so, in Citavi gespeichert. Die wollen Sie natürlich mit nach Zotero übernehmen. Und das ist auch problemlos möglich. Dafür gehe ich jetzt einfach wieder aus meinen Backups raus und gehe zum Citavi 6 Ordner und sage dann, gehe zu meinen Projekten. Also hier habe ich meine Citavi Projekte. Hier habe ich mein Coffee Lecture Test Projekt, was ich ja gerade erstellt habe. Und da habe ich meine Attachments. Also das sind die Citavi Attachments. Das sind alle PDFs oder Bilder, die an einem bestimmten Projekt mit enthalten sind. Die wollen Sie natürlich alle mit übernehmen, nicht wahr? Das ist ja vielleicht mit das Wichtigste. Das heißt, diese Attachments vom Coffee Lecture Test Projekt kopiere ich jetzt mal. Und dann kehre ich wieder zurück zu meinem Backup. So. Und füge sie hier ein. Nur dann kann nämlich Zotero erkennen, dass diese PDFs tatsächlich zu diesem Projekt dazugehören, nicht wahr? Dass zu dieser Literatur dazugehören. Und dann verschiebe ich noch als allerletzter Schritt, verschiebe ich meine Sicherungsdatei aus Citavi, verschiebe ich mit in den Backup-Ordner. Das muss alles, die PDFs und die Sicherungsdatei müssen alle im selben Ordner sein. Also wie gesagt, wenn Ihnen das jetzt zu schnell ist, kein Problem. Die Anleitung ist auf unserer Webseite. Ich schicke den Link zur Anleitung auch nochmal rum. Sie können das ganz in Ruhe auch nach diesem Vortrag machen. Das ist schon recht viel, nicht wahr? Okay, aber jetzt, wir sind fertig mit den Dateien. Wir haben unsere Sicherheitskopie im Zustand, den wir ja haben wollen. Und wenn Sie jetzt alle Zotero installiert haben, was Sie als nächstes machen möchten, ist, Sie möchten Zotero öffnen. Dann hier in Zotero, bei Ihnen sieht das anders aus. Meine Kollegin wird Ihnen noch Zotero vorstellen, wie genau diese Funktionen alle funktionieren. Das interessiert uns jetzt erstmal nicht. Wir wollen jetzt als erstes unsere Citavi-Sammlung in Zotero importieren. Und das machen wir wiederum, indem wir links oben auf Datei klicken in Zotero und dann auf Importieren. Also da ist es recht offensichtlich, nicht wahr? Das ist gut verständlich. Dann öffnet sich dieses Fenster. Ich möchte aus einer Datei importieren, das ist richtig. Ich habe ja meine Citavi-Datei. Und dann an dieser Stelle muss ich auswählen, aus welche Datei ich importieren möchte. Also Sie sollten wissen, wo Ihr Citavi-Speicherort ist, nicht wahr? Das heißt, wenn ich jetzt mit Zotero danach suche, kann ich hier auf Downloads gehen, den Ordner auswählen. Und jetzt muss ich natürlich meine CTV6-Datei, die ich hier gerade erstellt habe, diese muss ich natürlich auswählen. Und ich sage öffnen. Und das ist der allerletzte Schritt. Ach genau, Verzeihung, nicht ganz der allerletzte. Ich möchte eine neue Sammlung erstellen. Also alles, was ich jetzt importiere, soll einen eigenen Ordner in Zotero kriegen. Und ganz wichtig, ich möchte, dass die Dateien, also die PDFs, die Anhänge, die ich jetzt mit importiere, dass die im Zotero-Speicherordner kopiert werden. Ich will nicht, dass die nur in den Downloads bleiben und irgendwann lösche ich sie versehentlich und dann sind sie weg. Das will ich natürlich nicht. Sie sollen in den Zotero-Ordner kopiert werden. Next. Und schon wird mir meine Sammlung importiert. Und wiederum, je nachdem, wie groß die Sammlung ist, kann das in einer Minute erledigt sein oder es könnte auch potenziell 10 bis 20 Minuten dauern. Also falls Sie irgendwie Riesensammlungen mit tausenden Dateien haben,
dann machen Sie das mit einem Projekt und dann lassen Sie Zotero einfach in Ruhe, während es importiert, nicht wahr? Damit Sie da nichts unterbrechen. Genau. Und was Sie jetzt gemerkt haben, nicht wahr? Ich habe jetzt erstmal nur ein einziges Citavi-Projekt importiert. Also der importiert da gerade, nicht wahr? Das ignorieren wir jetzt. Nämlich, wenn ich gehe jetzt mal aus Citavi raus. Genau, wenn ich jetzt hier mal meine Startseite in Citavi anschaue, Sekunde, die öffnet sich gerade wieder. Okay, ja, hier habe ich meine Startansicht von Citavi und Sie sehen da, okay, ich habe hier fünf, sechs verschiedene Projekte. Das sind größtenteils bei mir alles Beispielprojekte. Also falls Sie jetzt 10 Projekte zum Beispiel in Citavi haben, dann müssen Sie jedes dieser Projekte separat in Zotero importieren. Das klingt jetzt erstmal nach viel, aber Sie müssen es ja nur einmal machen und dann haben Sie alles erfolgreich in Zotero drin. Also genau, aber das und dann, wenn Sie zum Beispiel den Import in Zotero ausgelöst haben, müssen Sie auch nicht dabei bleiben. Der Rechner kann einfach weiterarbeiten und Sie können irgendwas anderes nebenbei machen. Genau, aber wir sind jetzt fertig. Wir haben hier mein Copy Lecture Test Projekt. Ist jetzt, ist noch nicht ganz fertig importiert, wie ich sehe. Genau, also es dauert jetzt eine Sekunde, aber Sie sehen bereits, hier wurde in meiner Bibliothek in Zotero wurde ein neuer Ordner angelegt. Copy Lecture Test heißt der, so hatte ich es ja genannt, das Projekt. Hier in diesem Ordner drin sind all die verschiedenen Dateien, die mir jetzt teilweise schon angezeigt werden. Und wenn ich dann hier, kann ich aufklappen und Sie sehen, was in Citavi zuvor Kategorien waren oder ein Inhaltsverzeichnis war. Das ist in Zotero jetzt, das sind in Zotero jetzt Unterordner. Also da wird auch Ihre Struktur, Ihre Ordnung aus Citavi wird mitgenommen in Zotero. Ist das? Ach, wunderbar, sehr gut. 94 Einträge wurden importiert, der Import hat abgeschlossen. Finish, beenden, sage ich. Und jetzt habe ich hier meine Sammlung. Und wenn wir uns vielleicht mal ein bisschen detaillierter einen Titel anschauen, hier haben wir zum Beispiel einen Titel, der hat eine PDF enthalten. Hier habe ich meine Metadaten natürlich alle übernommen aus Citavi und Sie sehen auch, der Volltext wurde erfolgreich mit übernommen. Also hier kann ich jetzt die PDF in Zotero öffnen und ich kann mir hier eine Notiz anschauen. Das ist also ein Zitat oder ein indirektes Zitat oder eine Notiz, die sich jemand in Citavi gemacht hat und auch diese Notiz wurde in Zotero übernommen. Was ich mal mache nebenbei, hier ist die Anleitung, die ich jetzt gerade benutzt habe. Das ist die Präsentation. Lassen Sie sich nicht davon irritieren. Die Präsentation wurde nicht von uns erstellt, aber auch für Tiula funktioniert sie problemlos. Ich habe sie ja auch benutzt. Und vielleicht nochmal, wir haben hier ein FAQ zum Thema Umstieg, wo ganz viele Fragen auch beantwortet werden oder auch die Anleitungen zum Beispiel nochmal verlinkt sind. Also nutzen Sie dieses auch sehr, sehr gerne. Da sind wirklich eine Menge Informationen drin. Und dann übergebe ich jetzt an meine Kollegin. Genau, ich würde jetzt kurz und knapp sozusagen nur mal die grundlegenden Funktionalitäten, die Oberfläche von Zotero vorstellen. Man sieht jetzt hier, ich habe Zotero schon offen, mein Zotero. Ich habe jetzt meine Bibliothek nicht ausgeklappt und man sieht aber hier in der Mitte schon sehr viele Einträge. Also in meiner Bibliothek ist im Prinzip immer alles drin, was Sie jemals von irgendwoher reingeladen haben oder angelegt haben. Das würde sozusagen erst rausgelöscht werden, wenn Sie tatsächlich das in den in Papierkorb verschieben. Wenn ich dann jetzt hier auf ein, ich nehme mal was anderes, ich nehme mal das hier, wenn ich jetzt hier auf einen Datensatz klicke, dann haben Sie hier auf der rechten Seite dann die Informationen dazu. Das heißt, die Metadaten, also man sieht, was ist es denn überhaupt, wie ist der Titel, was sind die Autoren oder Herausgeber in dem Fall, genau, wo ist es erschienen und wann ist es erschienen, ISBN etc., also die ganzen verschiedenen Metadaten. Also das ist ein Buch, das hier wäre zum Beispiel eine Webseite, dann haben wir hier einen Zeitschriftenartikel, also Sie können wirklich die verschiedensten Medientypen sozusagen sammeln. Genau, es ist natürlich möglich, sich im Vornherein
Zotero so ein bisschen selber einzustellen. Da gehen Sie einfach auf Bearbeiten, Einstellungen. Und hier haben Sie sozusagen die verschiedensten Möglichkeiten für sich, Einstellungen zu machen. Also bei mir ist jetzt alles angeklickt. Es wird sozusagen automatisch ein Schnappschuss erstellt, wenn ich eine Webseite aufnehme. Wenn es irgendwie PDFs gibt oder andere Dateien, werden die automatisch mit in Zotero angehängt. Es werden Metadaten abgerufen und genau, PDFs habe ich jetzt zum Beispiel gesagt, dass sie hier in Zotero geöffnet werden sollen. Genau, aber das können Sie sich alles tatsächlich selber einstellen. Sync bedeutet, Sie könnten sozusagen sich auch einen Web-Account für Zotero anlegen und sozusagen dann, wenn Sie unterwegs sind, das auch im Web benutzen und sagen dem System, dass sozusagen auch immer alles synchronisiert werden soll. Genau, die Suche, da können Sie den Index ein bisschen einstellen. Export können Sie sagen, wie soll eine Zitation zum Beispiel schnell angelegt werden, in welchem Stil. Und dann geht es natürlich auch noch ums Zitieren. Es gibt die verschiedensten Zitierstile in Zotero. Hier sind immer, ich weiß gar nicht, wonach das ausgewählt werden, aber Sie können sich natürlich auf jeden Fall auch weitere Zitierstile hier anlegen. Sie können an dieser Stelle schon auswählen, okay, ich möchte den Chicago Manual of Style zum Beispiel und sagen dann, das Ganze soll immer so passieren. Genau. Das ist sozusagen erstmal so ein bisschen die Oberfläche von dem Ganzen. Sie haben dann die Möglichkeit, wenn Sie Medien erfassen wollen, könnten Sie das zum Beispiel manuell machen. Dann würden Sie einfach hier auf dieses grüne Plus klicken, haben hier die Möglichkeit, wirklich die verschiedensten Medientypen auszusuchen. Ich nehme jetzt einfach mal Buch und lege jetzt hier einfach mal einen kleinen Test an. Also das wäre wirklich so, dass Sie hier an der Stelle das selber ausfüllen könnten. Sie können sozusagen auch mehrere Autoren anlegen. Genau, Sie könnten sagen, wann und wo ist dieser Titel erschienen. Wann, also welches Jahr und wie viele Seiten hat das Ganze. Genau, also das wäre sozusagen die Möglichkeit, das manuell anzulegen. Dann gibt es auch die Möglichkeit über diesen kleinen Zauberstab, dass Sie, wenn Sie zum Beispiel eine ISBN haben, dass Sie diese hier eingeben. Mit Enter abschicken und dann wird Ihnen sozusagen über die ISBN wird dieser Titel gesucht, in dem Fall im K10 Plus Katalog und es wird automatisch erkannt, es ist ein Buch. Dann haben Sie auch hier automatisch den Titel, die Autoren bzw. Übersetzer, welche Auflage wo erschien und wann. Genau, also diese Möglichkeit gibt es auch. Das wäre sozusagen ISBN, DOIs und andere eindeutige Identifizierungs- oder Identnummern. Das wäre auch eine weitere Möglichkeit, aber wahrscheinlich wird es eher so sein, dass Sie vielleicht in einem Bibliothekskatalog unterwegs sind, zum Beispiel im Wissensportal Primo hier an der TU Berlin. Und da kann ich jetzt einfach mal, da habe ich das schon drinne, einen Titel suchen und dann finde ich das E-Book im Katalog oder im Wissensportal Primo. Hier oben auf dieses kleine Zeichen hier schauen, save, wenn ich da drauf gehe, save to Zotero. Wenn man sich Zotero installiert, kann man sich automatisch auch eine Browsererweiterung oder den Connector installieren. Und das ist halt sehr hilfreich, um Literatur zu sammeln. In dem Fall würde er jetzt, wenn ich jetzt hier draufklicken würde, im Prinzip alles, was jetzt hier auf der Seite angezeigt wird, würde er mir in Zotero einladen. Das möchte ich jetzt nicht. Ich möchte jetzt nur dieses eine Buch. Und wenn Sie jetzt hier hochschauen, dann sehen Sie, dass sich dieses Symbol verändert hat. Jetzt ist es tatsächlich ein Buch. Und ich gucke nochmal, ich bin in meine Bibliothek. Genau.
Wenn ich jetzt hier einfach draufklicke, wird das zu Zotero sozusagen importiert oder exportiert. Und dann sehen Sie hier oben, habe ich jetzt die Daten drin. Also ich habe die Metadaten sind enthalten. Und also das ist halt, können Sie sozusagen in Bibliothekskatalogen, bei Büchern, bei Artikeln, bei Rezensionen etc. machen. Eine weitere Möglichkeit, wo Sie vielleicht ja unterwegs sind, wäre Google Scholar. Das ist im Prinzip genau das gleiche Prinzip. Sie geben sozusagen, suchen etwas. Genau, ich habe es ja schon drinne. Das ist jetzt sozusagen ein Zeitschriftenartikel. Und auch hier hat sich das jetzt sozusagen angeglichen. Also es ist jetzt kein Buch, sondern es ist halt ein Artikel. Deswegen ist das Symbol ein bisschen anders. Und auch hier kann ich wieder einfach draufklicken. Und man sieht hier, dass er auch gleich den Volltext mitnimmt. Also das System nimmt gleich den Volltext mit. Wenn ich jetzt hier draufklicke, sieht man, dass hier der Volltext zu diesem Artikel dranhängt. Genau, also mit den Volltexten ist natürlich immer noch der Hinweis, dass wenn Sie hier im Campus sind, dann ist es natürlich, können Sie auf alles zugreifen und alles mit runterladen. Wenn Sie von zu Hause aus suchen, dann müssen Sie im VPN oder in Shibboleth sein, um halt auf die Volltexte drauf zugreifen zu können. Also sonst sehen Sie vielleicht nur die bibliografischen Angaben und eben nicht den Volltext. Genau, ich hatte ja vorhin schon mal gezeigt, ist natürlich auch möglich, wenn Sie im Web unterwegs sind und eine interessante Webseite finden, könnten Sie die zum Beispiel auch mit aufnehmen. Also auch hier würden Sie jetzt wieder einfach auf dieses Symbol klicken. Und dann macht das System noch automatisch einen sogenannten Snapshot von dieser Webseite, wo Sie dann sehen, also Sie kommen auf jeden Fall auch aus Zotero heraus immer wieder auf diese Webseite mit Doppelklick. Und Sie haben hier drunter diesen Snapshot, wo nochmal die Adresse hinterlegt ist, wann Sie das heruntergeladen haben und genau, und auch hier nochmal den Link dahin. Genau, das sind so die Möglichkeiten. Ist relativ einfach, Literatur zu sammeln mit Zotero und mit dem Connector. Und jetzt habe ich natürlich hier in meine Bibliothek ziemlich viele Einträge und jetzt möchte ich vielleicht ja auch das so ein bisschen gezielter mir organisieren. Ich habe hier sehr viele verschiedene Sammlungen schon und jetzt möchte ich halt eine neue Sammlung anlegen. Da klicken Sie einfach hier oben links auf dieses Ordnersymbol mit dem grünen Plus und können hier dann einfach den Namen angeben. Dann öffnet sich automatisch eine neue Sammlung. Hier könnten Sie dann zum Beispiel, um das noch tiefer zu gliedern, könnten Sie auch sagen, okay, ich möchte jetzt mit rechter Maustaste auf diese Sammlung, können Sie eine neue Untersammlung anlegen. Und die nenne ich jetzt einfach mal Einleitung. Und dann mache ich noch eine weitere, die nenne ich Hauptteil. Und eine dritte, die nenne ich einfach Schluss. Und natürlich könnten Sie auch zum Beispiel also Sie können relativ immer weiter gliedern sozusagen. Also Sie müssen sozusagen immer nur mit rechter Maustaste dann eine neue Untersammlung anlegen. Und dann wäre das halt Theorie. Genau, und so weiter und so fort. Also das ist möglich, sozusagen sich eine gewisse Gliederung zu geben oder ein Inhaltsverzeichnis für, wenn Sie zum Beispiel eine Arbeit schreiben. Und dann ist es möglich, Sie haben halt hier wie gesagt, in meine Bibliothek die gesamten Dokumente, die Sie jemals gesammelt haben. Und dann könnten Sie jetzt einfach indem Sie das sozusagen mit der rechten Maustaste, könnten Sie das jetzt einfach hier in Ihre Sammlung schieben. Ich mache das jetzt einfach mal so und dann mache ich mal noch das. Also das ist jetzt natürlich alles sehr unterschiedliche Texte, aber so können Sie sich sozusagen selber so ein bisschen, wenn Sie Ihre Arbeit schreiben oder sich mit einem Thema befassen, können Sie die Sachen, die Sie halt gesammelt haben, dann auch in eine gewisse Struktur bringen und sammeln und zuordnen.
Sie können auch jederzeit das hier aus der Sammlung wieder rauslöschen, diese Text sozusagen, indem Sie den sagen, Eintrag aus Sammlung entfernen, dann wird es einfach aus dieser Sammlung rausgelöscht, aber es ist natürlich immer noch in meiner Bibliothek vorhanden. Wenn Sie sagen würden, in Papierkorb verschieben, dann würde es automatisch gelöscht werden. Und dann würde es nicht nur in der Sammlung gelöscht werden, sondern auch in meine Bibliothek. Also da muss man immer ein bisschen aufpassen. Das wäre sozusagen eine Möglichkeit, so ein bisschen die Dokumente zu organisieren. Eine andere Möglichkeit ist, dass Sie sogenannte Tags vergeben. Das hatten wir ja vorhin auch in der Umfrage, diese Möglichkeit. Und man sieht das jetzt hier unten links. Ich habe halt hier verschiedene Tags für mich schon mal angelegt. Einleitung, Hauptteil hatte ich schon mal gehabt. Die sind sozusagen schon vorhanden. Und wenn ich jetzt hier auf Add gehe und sage Einleitung, dann kann ich den einfach dazu packen. Ich könnte sagen, ja, ich muss das jetzt irgendwie noch lesen. Dann kann ich hier diesen Tag auch vergeben. Und Sie kennen das ja, wenn ich jetzt hier auf diesen einen Tag muss noch gelesen werden klicke, dann wird, also jetzt ist natürlich nur die eine Sache da, aber dann wird mir das auch direkt angezeigt und nur noch das, was dieses Tag hat. Genau, bei Tags müssen Sie natürlich immer ein bisschen aufpassen. Sie sollten konsistent bleiben. Also Sie sollten sozusagen für die gleichen Inhalte auch immer das gleiche Tag vergeben. Aber Sie sind tatsächlich sehr frei in dem, wie Sie Ihre Tags sozusagen organisieren. Und Sie können das auch noch sozusagen farblich machen, indem Sie genau, also einfach den Tag mit rechter Maustaste anklicken und dann sagen, was für eine Farbe das hat, was manchmal ganz schön ist, weil man es dann hier direkt auch in den Listen sieht. Also hier sieht man halt die verschiedenen Farben und kann dann sich dadurch auch relativ schnell durch seine ganzen verschiedenen Materialien finden. Okay, ich würde noch kurz zu dem Thema PDFs bearbeiten. Also war ja auch in der Umfrage. Ich hatte ja voreingestellt, dass PDFs immer hier in Zotero geöffnet werden, also jetzt mit Doppelklick und dann wird es in Zotero geöffnet. Und jetzt können Sie sozusagen direkt hier im PDF etwas markieren. Und ich sage jetzt mal gelbe Farbe und dann wird das hier links als Anmerkung abgelegt. Die können Sie auch durchsuchen. Also wenn Sie hier ganz viele Anmerkungen zu diesem PDF haben, dann könnten Sie das auch durchsuchen. Sie könnten sich das in verschiedenen Ansichten anzeigen lassen. Und was Sie natürlich aber auch machen können, dass Sie aus dieser Anmerkung ein Zitat sozusagen machen. Das machen Sie, indem Sie hier auf der rechten Seite auf diesen Notizblock sozusagen gehen. Und dann sagen, ich möchte eine neue Eintragungsnotiz machen. Sagen Eintragsnotiz hinzufügen. Dann ist jetzt hier ein leeres Blatt sozusagen. Und dann können Sie einfach die Anmerkung, die Sie hier links haben, rüberziehen. Und dann wird automatisch in dem Fall ein direktes Zitat rausgemacht. Und mit Angabe zum Fundort, zur Quelle auch natürlich. Genau, und das können Sie sozusagen direkt, Sie könnten es aber auch direkt machen, wenn Sie es hier schon markieren. Auch da gibt es die Möglichkeit, es als Notiz hinzuzufügen. Dann würde es halt auch als direktes Zitat angelegt werden. Genau, das ist sozusagen die Möglichkeit, auch mit den PDFs zu arbeiten. Sie können sich halt auch hier am PDF so eine Art Notizen anlegen, also im PDF selber. Also da können Sie auch ein bisschen rumspielen. Genau, das ist sozusagen die Möglichkeit, mit dem PDF sich zu beschäftigen, Anmerkungen zu machen, Zusammenfassungen zu schreiben oder direkt Zitate auch schon rauszuziehen. Und der letzte Schritt ist natürlich dann das Schreiben irgendwann. Ich habe hier schon mal ein Word-Dokument vorbereitet. Genau, also ich habe ein Word-Dokument geöffnet und es gibt sozusagen ein Word-Add-on. Das sieht man hier oben in der Leiste. Also ich habe beides, Citavi und Zotero. Ich mache jetzt aber natürlich Zotero auf. Und
Da können Sie dann sagen, ich möchte jetzt, ich bin jetzt hier so am Schreiben, bliblablub, und möchte jetzt hier eine Quelle einfügen. Dann kann ich hier oben links auf Edit Citation gehen. Dann muss ich dem System nochmal sagen, okay, welchen Stil möchte ich denn haben? Ich sage jetzt mal Chicago Manual of Style, Author Date, Zitationsstil, okay. Und dann öffnet sich hier so ein kleines Fenster. Und wenn Sie schon wissen, welches Zitat Sie oder welche Quelle Sie einfügen wollen, dann können Sie einfach anfangen mit Tippen. Ich nehme jetzt mal Barnett, hatte ich ja eben eingesammelt sozusagen, und klicke das jetzt an. Und dann mit Enter würde ich das sozusagen jetzt hier reinladen. Sie können es sozusagen, wenn Sie auf diese Quelle wieder gehen und dann nochmal sagen, Edit und hier mit Doppelklick draufgehen, dann könnten Sie zum Beispiel auch sagen, okay, ich habe das jetzt auf der Seite 88 gefunden und dann würde das automatisch hier angepasst werden. Was Sie auch machen können, Sie haben sich sozusagen mit Ihrer Literatur beschäftigt und wollen jetzt Ihre Notizen oder Ihre Anmerkungen, die Sie da haben, möchten Sie auch einfügen. Und dann öffnet sich eigentlich so ein gelber Schlitz. Und dann ist es immer ganz gut, das vielleicht vor sich zu haben. Aber dann würde ich jetzt zum Beispiel einfach mal das hier nehmen. Und jetzt hat er mir halt meine Zitate einfach übernommen. Ich habe auch die Informationen, wo es gefunden wurde, welche Seite. Ich kann jetzt hier noch die Zitation wieder anpassen. Also wenn ich sage, dass es halt eigentlich auf einer anderen Seite oder so ist, dann könnten Sie das darüber machen. Und jetzt würde ich mal noch eine zweite Quelle einfügen, damit ich Ihnen das mit dem Ich gehe jetzt mal hier auf die andere Ansicht, auf die klassische Ansicht, und da wird Ihnen dann einfach wird Ihnen Zotero angezeigt und dann können Sie sozusagen direkt auch in Ihrem Projekt oder in Ihrer Sammlung suchen. Und dann sollte es eigentlich angezeigt werden. Okay. Das ist jetzt der typische. Dann nehme ich was anderes. Nehme ich das hier. Genau. Dann habe ich jetzt sozusagen zwei Quellen drinne. Habe hier jetzt auch zum Beispiel Fools und Neuberger. Das war sozusagen das, was ich angelegt habe. Und jetzt könnten Sie auch sagen, okay, jetzt brauche ich natürlich auch ein Literaturverzeichnis und würden dann einfach auf Edit Bibliography gehen und dann wird Ihnen das automatisch erstellt mit allen Quellen, die hier im Text genannt werden. Also nur das, was Sie entweder zitiert haben oder wo Sie sozusagen auf die Quelle verweisen, das wird auch im Literaturverzeichnis angezeigt. Und wenn ich jetzt zum Beispiel etwas rausnehme hier oben, dann sollte sich eigentlich auch das Literaturverzeichnis anpassen. Also da können Sie dann sozusagen auch immer noch Anpassungen machen und dran ändern. Genau, das ist erstmal soweit von mir. Und dann bin ich offen für Fragen. Oder wir. Es gibt für Zotero eine LaTeX-Einbindung, damit dann automatisch Sie sozusagen Ihre Sammlung in LaTeX importieren können. Falls Sie daran Interesse haben, kann ich gerne den Link zu dieser Anleitung auch noch im Chat teilen. Vielleicht dazu auch noch mal eine kurze Info. Für LaTeX hat ja die TU Berlin eine Lizenz inzwischen erworben. Das heißt, Sie können inzwischen auch die Premium-Version von LaTeX als TU-Mitglieder kostenlos verwenden. Das einfach zur Info, viele Leute wissen das noch nicht. Ich muss jetzt zugeben, ich habe es selbst nicht getestet. Also wenn Sie die PDFs auf Ihrem iPad oder Tablet öffnen in einem PDF-Programm, und da dann handschriftliche Notizen machen, werden die
Vielleicht in den PDFs erkannt, aber wenn Sie sie ins Zotero übernehmen, wird es nicht als Text erkannt, wäre meine Annahme. Das heißt, Sie könnten dann diese handschriftlichen Notizen nicht zitieren oder ähnliches. Genau, aber der Hinweis war ja nicht wahr. Es gibt also für mobile Geräte, es gibt für iOS-Geräte, gibt es eine offizielle Zotero-App, die kann ich auch wirklich nur empfehlen. Zum Schreiben der Hausarbeit ist sie nicht so geeignet, weil das Exportieren von Notizen und von Literaturangaben nicht so leicht funktioniert wie in Windows oder allgemein auf einem Rechner. Aber zum Sammeln von Literatur, zum Lesen von PDFs oder sich Notizen machen, ist es wunderbar geeignet. Genau, und für an Android gibt es eine inoffizielle App, die heißt Zoo für Zotero. Man kann zumindest seine Sammlung einsehen, man kann Literatur sammeln, man kann PDFs öffnen. Genau, also da sind auch so einige wichtige Informationen dabei. Genau, ja, es gibt Overleaf Premium. Die TU hat eine Overleaf-Lizenz erworben, korrekt. Wenn Sie möchten, wenn Sie einfach Overleaf TU Berlin googeln, dann finden Sie die auch. Und dann können Sie sich da mit Ihrem TU-Account einloggen und haben den vollen Funktionsumfang.